Familie Bundschuh ist zurück und heute zu Gast einer der Stars. Er ist Mats Bundschuh. Herzlich willkommen. Levi's Kachel, wie geht's dir und wo bist du? Ich bin gerade in Berlin, zu Hause bei mir und mir geht's gut. Das freut mich sehr. Dein wievieltes Mal als Mats ist das jetzt schon? Das ist jetzt mein zweites Mal. Also ich habe in Teil 4 und Teil 6 mitgespielt. Das kann man noch, das ist noch gut überschaubar. Also wenn ich dich in 40 Jahren interviewe und du sagst, ja, wir sind jetzt bei Teil 58, dann wird's schwierig. Ja. Wie bist du denn damals ein Bundschuh geworden? Also ich habe mich ja als erstes bei meiner Schauspielagentur beworben und ich wurde dann ganz normal zum Casting eingeladen und habe mich dann am Anfang mit Thomas Nenstiel, dem Regisseur, unterhalten und hat er gesagt, so, jetzt fangen wir mit dem Casting an und dann habe ich, du bist der Regisseur, interessant. Hattest du von der Buchreihe Familie Bundschuh zu dem Zeitpunkt schon mal was gehört? Nee, ich hatte von der Filmreihe davor noch nichts gehört oder gesehen. Und obwohl das so erfolgreich ist, sind da draußen, glaube ich, ganz viele Leute, die von Familie Bundschuh noch nie was gehört haben und jetzt, wie ich, denken, was für ein schöner Name. Mhm. Worum geht's denn bei euch so generell? Also bei der Familie Bundschuh geht's eigentlich in jedem Film darum, dass wahrscheinlich irgendwas passiert oder sowas, wie jetzt im neuen Film, dass wir in ein neues Haus ziehen oder sowas und die Familie dann so mit ein paar Problemen zu tun hat, so familiären Problemen, aber im Kern steht natürlich immer, dass man sich lieb hat. Und es sind viele Familienmitglieder und jeder von euch weiß ja natürlich, denkt allein an irgendeine Familienfeier und ihr wisst, da ist immer Action. Und so ist es hier auch im letzten Teil, der heißt Woanders ist es auch nicht ruhiger, gibt es in der ZDF-Mediathek. Da geht es darum, dass das Leben von Gundula und Gerald mit einer neuen Herausforderung weitergeht, ohne ihr Wissen ein altes Gutshaus im Grünen kauft. Und wir schauen uns das mal an, Schatz, Moment, ist irgendwie die gesamte Familie da. Und das Geile ist, deine Figur, der Mats, sagt direkt etwas so unendlich Wichtiges. Er sagt, vor dem Haus stehend, das ist ein einzig energetischer Albtraum und so weit weg von Berlin. Liegt dir die Natur auch am Herzen oder unterscheidet dich das von Mats? Also, ja, ich finde es schon ein wichtiges Thema. Aber ich bin jetzt lange nicht so engagiert wie Mats. Denn der Mats, der riskiert ganz schön viel in diesem Film. Erzähl mal, wie viele Drehtage hattest du denn ungefähr? Ich hatte 14 Drehtage insgesamt im April dieses Jahres. Und dann musst du warten wie alle anderen, bis das veröffentlicht wird? Oder darfst du als Schauspieler vorher schon mal einen Blick sehen? Ich habe das jetzt auch erst gestern gesehen, den Film. Ah, guck mal. Und wie war's? Ich fand ihn sehr schön. Bist du, wenn du dich on screen siehst, happy mit dir oder sehr kritisch oder ist das relativ egal? Ja, ich glaube aber, das ist auch normal, dass man so sich selber so, man kennt das ja, wenn man seine eigene Stimme hört oder so auf Videos, ist immer ein bisschen komisch, aber ich habe mich auch im Laufe des Films dran gewöhnt und fand es dann ganz gut. Und du bist ja tatsächlich jetzt schon länger im Game, das heißt, wenn du alte Sachen siehst, es gibt zwei Levis, einen mit hoher und einer mit jetziger Stimme. Wie ist das, wenn du dich vor dem Stimmbruch hörst? Ja, ich weiß nicht, ist schon irgendwie komisch so, weil ich habe mich jetzt an meine jetzige Stimme so komplett gewöhnt und vor dem Stimmbruch, da hat man sich so komplett anders angehört. Und das erste Mal, glaube ich, richtig aufgeschlagen bist du als William bei der Bonusfamilie, ne? Ja. Und wer die Bonusfamilie verpasst hat, was übrigens eine tolle Produktion war, unter anderem mit Steve Windolf, worum ging es dort? In der Bonusfamilie ging es auch um eine Familie, die sich neu zusammengesetzt hatte, mit meinem Vater und der anderen Mutter. Und ich hatte einen neuen Bruder und ihr Ex-Mann war noch dabei und seine Ex-Frau und eine Patchwork-Familie. Und der Name dafür ist ja Bonusfamilie. Und da geht es eigentlich auch so um familiäre Turbulenzen. Und ist William ein angenehmer Mensch gewesen oder eher schwierig? Ich würde sagen, ein sehr angenehmer Mensch. Zwar ein bisschen spießig, aber... Das hat man auch an den Klamotten damals gesehen, ne? Er war sehr... Er war immer sehr fein angezogen. Wann hast du denn für dich gewusst, dass Schauspielerei was Nices sein könnte, was so dein Leben zusätzlich gestalten könnte? Also, ich habe immer gern geschauspielert, auch im Theater und so in der Schule. Da fand ich das schon immer sehr spaßig. Und irgendwann mit 11 Jahren habe ich mich dann bei einer Agentur beworben, weil ich meinen Vater darauf angesprochen hatte, dass ich das gerne mal machen würde. Ja, und dann fand ich es echt nice. Wie hat dein Vater reagiert? Ja, ganz entspannt und hat gesagt, ja, können wir gerne machen. Echt? So ja. Easy? Du hast Glück gehabt, ne? Hätte auch anders laufen können. Ja. Und dann habt ihr zusammen im Internet nach einer Agentur gesucht oder wie macht man sowas? Ja, ich war auf einer Gala in der Zeit. Von der Schule aus, von der Kindernothilfe. Und dort habe ich Jelle Hase getroffen und da habe ich mit ihr geredet und so ein bisschen gequatscht und hatte sie halt gefragt, so was für Agenturen es so gibt, so für Kinder. Und da hat sie mir meine jetzige Agentur Next Generation empfohlen und da bin ich dann auch hin.
Jelle Hase, ihr kennt sie sicherlich alle als Chantal aus Fuck You Goethe, war auch vor kurzem hier. Ganz tolle Frau, großartige Schauspielerin. Freue ich mich ja, dass sie dir diesen Gott, stell dir mal vor, Jella wäre nicht da gewesen an dem Abend. Was wäre dann passiert? Weiß ich nicht. Wild fremde Leute angesprochen. Entschuldigung, haben Sie eine Idee wegen der Schauspielagentur? Ah, und was machst du so in deiner Freizeit, wenn du nicht vor der Kamera stehst oder in der Schule bist? Ich treffe mich meistens eigentlich mit Freunden oder Gaming. Gaming? Was zockst du denn? COD und FIFA meistens. Kannst du das erste einmal ausformulieren, damit alle wissen, was du meinst? Call of Duty und FIFA. Das ist ein Fußballsimulator. Also ich glaube, bei FIFA in diesem Land weiß jeder, was das ungefähr ist. Oh Mann. Und was war bisher für dich die schönste Schauspielerfahrung? Oh, das ist schwierig, aber ich würde sagen, auf jeden Fall mein erster Film, weil da war noch alles so komplett neu und interessant. Das war ja auch Familie Bunt schon mein erster Film, der vierte Teil. Da war ich 12 Jahre alt und noch komplett unerfahren und richtig begeistert. Das war sehr schön. Und heute ist es alles nur noch Alltag am Set. Aber es ist mehr normal geworden. Also nicht normal, aber es ist nicht mehr dieses anfängliche Wow. Und was ich mir vielleicht auch ein bisschen grausam vorstelle, ist, wenn du am Anfang bist, du bist 12, alle so, oh, und alle helfen dir und alle reihenweise Süßigkeiten und so. Und jetzt so, naja, jetzt bist du so raus aus diesem, weißt du, jetzt hat er auch noch nicht diese Stimme so. Der wird jetzt wie ein Erwachsener behandelt. Wirst du schon wie ein Erwachsener behandelt? So, also echt, echt. Nicht, dass das was Gutes wäre, aber geht das so in die Richtung? Ja, es ist so ein bisschen mehr, also auf jeden Fall viel mehr als früher. Früher war man immer noch ein kleines Kind. Aber jetzt ist es so, die Leute wissen, glaube ich, nicht richtig, wie man einen einschätzt. Weil 15 kannst du so ultra reich sein oder du kannst halt noch mehr wie 12, 13 sein. Also für alle, die jetzt denken, was stellt der für eine scheiß Frage? Wirst du wie ein Erwachsener behandelt? Also ich meine nur, weil es gibt halt diese Unterschiede. Und irgendwann, wenn du halt als Erwachsener durchgehst, dann darfst du auch keine Fehler mehr machen. Dann denken alle plötzlich, du bist wirklich erwachsen. Und wer ist schon wirklich erwachsen? Und wann passiert das? Also keine Ahnung. Und bei einem weiteren Film durftest du dann mal etwas weiter hinaus in die Welt. Ein Sommer auf Elba. Ja. Da ging es um Folgendes. Obwohl Maja und Thorsten seit 2 Jahren geschieden sind, ist es ihnen wichtig, einmal im Jahr gemeinsam mit ihren Söhnen Urlaub zu machen. Der Gedanke ist gut, die Ausführung ist miserabel. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein so schön beschriebener Text des Filmes, der sitzt absolut. Und dein Filmbruder war dort Henry Horn. Den kenne ich zufällig. Sehr, sehr angenehmer Typ. Und ich hoffe, ihr hattet auch eine gute Zeit am Set. Ja, auf jeden Fall. Hattet ihr vorher schon ein Casting oder war das dann so, hey, das ist Henry, der spielt deinen Bruder? Oder? Ich habe ihn tatsächlich erst auf der Insel kennengelernt, als wir schon angereist sind. Und beim Casting war ich nur im E-Casting und wurde direkt genommen. Gibt Schlimmeres, ne? Ja. Wann waren die Dreharbeiten? Wie lange ist das her? Oh, das war letzten Sommer war das, in 2020, am Anfang der Corona-Pandemie. Da war das natürlich auch noch eine ganz schöne Umstellung, weil wir mussten nicht so, findet der Dreh jetzt statt im Ausland, gerade in Italien, wo die Zahlen hoch waren. Da mussten wir uns, glaube ich, jede Woche einmal testen, am Samstag. Ja, aber ansonsten war es sehr angenehm, der Dreh. Wie alt warst du bei diesem Dreh? Da war ich noch 14. Dann gehe ich mal schwer davon aus, dass irgendein Erziehungsberechtigter dann mit dorthin darf. Meine Großeltern, beide. Wie nice. Ja, die haben einfach gratis einen Urlaub bekommen. Was gibt's Schöneres? Toll. Und haben die dann auch mit dir Text gelernt oder hast du Text alleine gelernt? Oder? Text lerne ich eigentlich meistens alleine. Und hast du da einen Trick für Leute, die jetzt auch bald Schauspielerin werden wollen? Wie geht Text lernen leicht? Also für mich, mir hilft es sehr viel, wenn ich den Text einfach mit mir selber spreche und versuche, den zu verinnerlichen und mich nicht so auf den Text zu konzentrieren, sondern mehr auf das, was die Rolle aussagen will. Und liest du dann nur deinen Text oder liest du alle Texte? Ich lese alle Texte. Also ich mache immer so Denkpausen, so jetzt ist das, was der andere Part sagt, okay. Dann denke ich mir immer das letzte Wort, also das Schlüsselwort, wo ich weiß, jetzt bin ich wieder dran und dann mache ich weiter. Übst du dann nochmal mit irgendjemandem das zusammen durch oder bist du dann nur für dich und ready to go? Also eigentlich mache ich das einfach immer für mich alleine und auf dem Weg zum Set lese ich es mir am liebsten nochmal durch, weil dann bin ich nochmal frisch drinne und nicht so, dass ich das am Abend vorher mache, dann schlafe ich und habe alles wieder vergessen, sondern mal auffrischend davor. Und wenn du das jetzt kannst, also den Text einprägen und so, bist du dann auch ein guter Gedicht auswendig lerner? Gedichte? Ich habe noch nie ein Gedicht auswendig gelernt, um ehrlich zu sein, aber... Hat sich der deutsche Schulplan so verändert? Muss man nicht andauernd irgendwie Gedichte vortragen? Nee, wir müssen ganz viele Analysen schreiben, aber... Geil.
Ich würde lieber Gedichte vortragen. Echt? Oh, ey, wir haben Gedichte gehabt. Also ihr könnt ja mal euer Favorite, Not-Favorite-Gedicht in die Kommentare reinschreiben. Ich weiß nur, der Handschuh war fürchterlich langweilig. Kennst du das Gedicht? Nee, aber wir haben ein paar Gedichte durchgelesen, aber die mussten wir nicht auswendig lernen. Im nächsten Leben möchte ich auf die Schule, auf die du gehst. Ja, wir mussten die aber analysieren, das ist auch nicht viel besser. Ich habe Analyse geliebt von Gedichten. Was? Na klar, vor allem die Metaphern finden und das und wo ist das Oxymoron und so. Voll geil. Obwohl, das war Interpretation, ne? Analyse ist, glaube ich, auch. Ja, Analyse ist nochmal das mit, du musst wissen, was eine Anapher ist und sowas und. Oh, das wusste ich sogar mal. Das ist aber zu lange her. Ist das jetzt eigentlich schon ein Traumberuf, den du lebst, oder ist das ein Beruf, den du jetzt ausübst, aber vielleicht wird es später doch was völlig anderes? Persönlich ist es auf jeden Fall eine Option, weil das macht halt sehr viel Spaß und ist ein Traumberuf. Man muss nur gucken, wie es halt mit der, man muss es leider sagen, aber so Realistischkeit steht, weil es ist natürlich sehr schwer, davon zu leben. Aber ich würde es auf jeden Fall versuchen. Ja, es ist halt wirklich ein krasser Herzberuf, ne? Man muss immer hoffen, dass da irgendwas passiert. Ist schon abgefahren. Bist du denn jetzt mit den ganzen jüngeren SchauspielerInnen, die du in den letzten Jahren an deiner Seite hast, bleibt man da in Kontakt? Oder ist das was, was am Set funktioniert und danach eher sich verflüchtigt? Also am Set ist man auf jeden Fall, ich würde schon sagen, ist eine Freundschaft, die man da aufbaut. Und man hat halt immer eine Person, mit der man reden kann und sowas. Das ist schon wichtig, finde ich sogar. Und im Nachhinein, ja, manchmal schreibt man mal kurz miteinander oder sowas, über WhatsApp oder so, aber jetzt nicht aktiven Kontakt. Hm. Findest du das schade oder ist das okay? Ja, also ich hätte nichts gegen mehr Kontakt, aber ja. Meine Lieblingsszene aus Woanders ist es auch nicht ruhiger, bei Familie Bundschuh ist zwischen dir und Axel Milberg, der dein Vater spielt. Und ich möchte nicht verraten, warum er dich mit dem Auto von A nach B fährt, aber er holt dich von irgendwo ab, unbedingt schauen, sehr, sehr gut. Und es gibt vor allem noch viel Entwicklungspotenzial für deine Figur, weil da wird wie immer nicht alles ausgesprochen, was ausgesprochen werden sollte. Auf jeden Fall sagt er zu dir, als dein Vater mache ich mir auch Sorgen. Und deine Figur sagt, Mats sagt, mach dir lieber Sorgen um den Zustand unserer Erde. Papa, ihr könnt uns nicht in die Welt setzen und bei so einem Kampf allein lassen. Geil, geil, geil. Was hast du gedacht, als du diese Szene gelesen hast? Also als ich die Szene zum ersten Mal gelesen habe, da wusste ich auf jeden Fall, das ist so eine sehr wichtige Schlüsselszene für die Beziehung zwischen Gerald und Mats. Weil dort spricht der Gerald mal richtig drauf an, dass er ihn nicht in so einem Kampf allein lassen kann und wie wichtig ihm das ist. Und letztendlich sagt Gerald ja auch, dass er ihn dabei unterstützt. Und ich finde, deswegen ist die Szene einfach auch wirklich eine der besten. Und der Sohn macht halt auch klar in dem Falle, ey, du hörst mir nie richtig zu. Und er widerspricht. Also es ist wirklich ein klassischer Kampf, der wirklich gut dargestellt ist. Wie viel Zeit habt ihr gehabt für diese Autofahrszene? Also ich glaube, wir sind relativ früh morgens sogar dahin gefahren. Dann waren wir erstmal noch dort am Set und haben die Szene durchgesprochen. Ich glaube, rein für die Szene an sich haben wir vielleicht eine Stunde, eineinhalb Stunden gebraucht. Es war halt immer mit dem Auto hinfahren, mit dem Auto wieder zurückfahren, mit dem Auto hinfahren, wieder zurückfahren. Ja, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht, weil es war sehr schön kühl auch, weil sehr heiß an den Tagen und dann war immer beim Auto schön Gegenwind und so. Ist Axel selber gefahren oder wurdet ihr von einem anderen Auto getragen, was dann gefahren ist? Axel ist, glaube ich, selber gefahren. Und in ein paar Jahren fährst du dann selber? Ja. Hoffentlich. So großartig. Hast du denn irgendeine Serie weltweit gerade auf der Liste, bei der du sagst, oh, da würde ich auch gerne vor der Kamera stehen? Ich sag mal so, auch neuerdings, wenn ich immer Serien gucke und so, denke ich mir immer, wie man das selber verwandeln würde. Aber ich hätte Lust immer auf was Ernsteres, auf jeden Fall. Weil bis jetzt war ich eher so in Familienkomödien und so drin. Und einfach mal eine ernstere Rolle spielen. Und zack, 5 Monate später der Mörder beim Tatort. Das wird so schön. Familie Bundschuh gibt es in der ZDF-Mediathek und den Sohn Mats spielt Levis Kachel. Vielen Dank für deinen Besuch in der Web-Talk-Show. Danke, dass ich kommen durfte. Sehr, sehr gerne. Und du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Ich bin gespannt, was es gleich sein wird. Du hast noch einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Für euch da draußen gilt, die Welt kann ein wundervoller Ort sein. Es gibt aber noch eine ganze Menge zu tun und das kann
ganz schnell gehen, wenn man eben nicht nur wartet, dass andere etwas tun. Werdet selber aktiv, tut was dafür, dass euer Leben und das Leben aller besser wird. Dann wird es auch dramatisch besser. Wir sehen uns morgen wie jeden Abend um 19 Uhr zur Web-Talk-Show. Und jetzt die Abschlussworte für heute von Levis Kachel. Bis dann. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus.